Ho, ho, ho. Willkommen in unserer kleinen Weihnachtsbäckerei. Mit mir sind angetreten unsere kleinen Weihnachtselfen. Zum Beispiel die Victoria. Hallo. Der Elias. Hi. Der Flo. Hallo. Und Carol. Hallo. Willkommen zu einer neuen Adventsgeschichte. Hätte ein Schweizer Geschäftsmann von der Bürokratie Napoleons einen effizienteren Kundendienst erhalten, hätte es vielleicht nie das Rote Kreuz gegeben. Wir sind übrigens bei Napoleon dem Dritten, also nicht dem Napoleon, sondern dem kleineren, also unwichtigeren, späteren, unbekannteren, dem dritten halt. Die Idee für die Organisation entstand nach einem napoleonischen Massaker in der Schlacht von Solferino im Juni 1859, als der Kaiser einen Expansionskrieg gegen die österreichische Kontrolle über die kleineren Staaten Norditaliens führte. Es war ein reiner Zufall, dass Jean-Henri Dunant sich ebenfalls nach Solferino begab, um den Kaiser persönlich um Hilfe bei der Aushandlung von Konzessionsbedingungen für sein Unternehmen zu bitten. Er hatte zuvor Monatelang vergeblich versucht, die Angelegenheit mit den Beamten in Paris zu klären. Dunant traf am Abend des Tages der Schlacht ein, wurde Zeuge der schrecklichen Folgen eines modernen Krieges. Etwa 30.000 Soldaten waren tot oder verwundet und es gab keinerlei medizinische Einrichtungen, um ihnen zu helfen. Entsetzt organisierte Dunant die Bürger der Stadt, um provisorische Krankenhäuser einzurichten und kaufte mit seinem eigenen Geld Medikamente. Er legte Wert auf eine neutrale Haltung, um beiden Seiten ohne Vetternwirtschaft zu helfen, was zum Markenzeichen der Organisation werden sollte, die er nach seiner Rückkehr nach Genf gründen sollte. Die Schrecken hatten ihn so sehr gezeichnet, dass er seine Erfahrungen aufschrieb, den Bericht 1862 aus eigener Tasche veröffentlichte und sich international engagierte. Im Februar 1863 berief er in Genf die erste sitzung des internationalen komitees vom roten kreuz ein das zum hauptsitz der weltweiten bemühungen um die linderung des kriegsleids werden sollte im folgenden jahr erarbeitete das rote kreuz die erste genfer konvention über die behandlung von kriegsverwundeten dunant wählte den namen und das symbol der organisation indem er einfach die farben seiner eigenen nationalflagge umkehrte er widmete den rest seines lebens der sache und erhielt 1901, neun Jahre vor seinem Tod, den ersten Friedensnobelpreis. Aus das, eine traurige, dramatische, aber doch erhebende Geschichte, finde ich. Und sehr, sehr wichtig für alles, was dann später folgte. Mhm. Das Rote Kreuz ist ja heute also so ja. allgegenwärtig und man ja. vergisst dann doch oft, wie es entstanden ist. So gedenken wir dem Roten Kreuz auch in der Vorweihnachtszeit.